Hi ihr Lieben, ich habe heute ein Quasselvideo für euch und möchte euch so ein bisschen was über die Zukunft erzählen, was hier so passiert auf unserem Kanal, über den Blog und eine Sache, die ihr vielleicht noch nicht wisst, sowie am Ende ein Gewinnspiel. Also bleibt dran! Von vorne an. Ich bin heute ein bisschen nicht geplant, also ich bin heute ein bisschen verwurstelt, weil ich wollte das Video eigentlich mit der Canon drehen und dann war der Akku von meinem Tablet leer und mit dem Tablet fokussiere ich mich mit der Kamera und ohne das Tablet kann ich das nicht und dann wäre ich unscharf, das will ich nicht und deswegen ist es heute GoPro geworden und ich hoffe, ihr stört euch nicht dran. Ihr habt halt heute den Rundumblick, seht ganz viel von uns und ja, ich wünsche euch dabei auf alle Fälle viel Spaß und ich hoffe, ihr habt halt den Rundumblick, genau. Falls ihr da eine Lösung habt, wie ich das nicht mit diesem Android-Tablet machen muss, sondern mit meinem Handy, was ein iPhone ist, oder mit meinem MacBook, dann her in die Kommentare, wenn ich vergesse das einfach. Ja, und dann kommen wir auch schon zum ersten, und zwar, was passiert auf dem Kanal, wie sieht die Zukunft aus, ändert sich was und. Also, ich werde ganz oft von euch ja gefragt, wann kommt das neue Video? Das werde ich hier gefragt, unter den, in den Kommentaren. Ich werde angeschrieben auf Facebook, ich werde per Snapchat angeschrieben und auf Instagram kriege ich die Frage auch ganz oft geschrieben. Und ich beantworte sie euch jetzt. Jeden Donnerstag gibt es ein Video und wenn ich es schaffe, Dienstag. Diese Woche habe ich Dienstag nicht geschafft, Vorführeffekt. Aber nächste Woche gibt es auch am Dienstag wieder ein Video. Toi, toi, toi. Ansonsten Donnerstag. Donnerstag ist fest, das versuche ich auf alle Fälle und ja. Und Freitag und Dienstag ist dann so ein, ich versuch's und das kriegen wir schon hin. Ja, und genau, das die Frage beantwortet für euch. Natürlich, das Format bleibt so, es gibt Trickvideos, es gibt DIYs, es gibt, DIYs habe ich schon einiges, was ich euch machen, zeigen will, aber mit den Filmen bin ich da immer ein bisschen hinterher. Ja, und dann, ja, Unboxings und Hauls und alles mögliche. Allerdings muss ich euch jetzt etwas sagen, weil ich auch oft gefragt werde, wann gibt es mal wieder ein Haul? Mein eines Problem ist, ich mache ja gerne Fressnapf-Hauls. Wir haben keinen Fressnapf mehr, der andere Laden, den es hier so gibt, das ist so ein Zoo & Co. oder so, weiß ich nicht, da gibt es nicht so viel. Das sind mal die einen Sachen. Gut, ich kann online bestellen, aber ja, ich kann halt nicht ständig Hauls machen, weil da fehlt mir halt das nötige Kleingeld und ich weiß auch gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug, weil Alfie hat eigentlich alles und wir haben auch genug Fressen zur Zeit. Also ein Haul wird es wohl erst wieder geben, wenn ich neues Fressen bestelle und das wird wohl noch ein halbes Jahr mindestens dauern, weil ich das letzte Mal so viel bestellt habe, dass ich ewig hinkomme. Dann werde ich auch oft nach Tauschpaketen von euch gefragt. Ich würde gerne mit jedem von euch ein Tauschpaket machen, aber ich schaffe es leider nicht. Also ich habe dieses Jahr ein Tauschpaket vor, vielleicht noch ein zweites Tauschpaket. Das eine steht schon fest mit wem, das verrate ich euch aber noch nicht, das seht ihr dann schon. Und das zweite wird dann vielleicht Ende des Jahres werden, das weiß ich aber noch nicht hundertprozentig. Ich kann leider nicht mit jedem von euch Tauschpaket machen. Das geht auch aufs Geld und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja. Das ist das. Dann komme ich zu einem Punkt, also es wird heute ein ganz vieles Quassel-Video mit ganz vielen Infos. Ich hoffe, euch wird es nicht so langweilig. Und ich hoffe, euch gefallen die Infos oder ihr freut euch über die Infos. Ja, da habe ich das Thema mein Blog. Ich weiß nicht, ob ihr unseren Blog kennt, carstrixer.de. Viele werden ihn kennen, vielleicht einige von euch auch noch nicht. Ja, wenn ihr uns da folgt, uns immer mitlest und so, dann werden wir gemerkt haben, dass es in den letzten paar Wochen weniger Beiträge gibt. Und ihr werdet auch gemerkt haben, dass Ende letzten Jahres alles verloren gegangen ist, was bis jetzt da drauf war. Und das hat mich so sehr geärgert. Und ich habe es dann zwar als Neustart gesehen und war motiviert, aber die Motivation ist weg, weil ich mich immer noch ärgere. Also, ich weiß nicht, wie das mit dem Blog weitergeht. Ich bin da halt gerade echt demotiviert. Ich möchte euch aber gerne die tollen Bilder von Alfie zeigen, die ich halt mache. Und also dieses Wochenprojekt mache ich weiter und es wird auch
jeden Sonntag einen Beitrag dazugeben. Aber ich weiß nicht, wie ich es schaffe, noch mehr Beiträge zu schreiben, wie motiviert ich bin. Ich versuche es jede Woche, vielleicht Montag, vielleicht Mittwoch, das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie gerade mehr Lust, Videos, ich gucke mal darüber, weil ich denke, mein Freund kommt. Ja, ich habe zurzeit mehr Lust, Videos zu machen und deswegen mache ich halt erstmal das. Auch wenn das aufwendig ist, weil außer heute quassel ich einfach drauf los. Ich will nicht wissen, wie lang das Video wird. Aber normalerweise habe ich ein Skript und weiß genau, was ich sagen will und weiß auch, was ich filmen will und wie ich es filmen will. Und das ist halt auch zeitaufwendig. Ja, ich versuche es. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Mich würde interessieren, lest ihr den Blog? Kennt ihr den Blog? Würdet ihr euch über Beiträge freuen? Oder was mögt ihr? Das würde mich mal interessieren. Oh, meine Haare sind so lang eingeklemmt unter der Achsel. Kennt ihr das? Dass ihr eure Arme... egal. Ja, dann habe ich noch was. Ich möchte mich bei ein paar von euch bedanken, weil ihr mir... Also, ich finde es verrückt. Aber danke an euch, die mir immer so liebe Briefchen schreiben oder mir auch Sachen zuschicken. Das ist... verrückt. Ihr müsst es nicht tun, aber ich freue mich ganz doll und danke, dass ihr das macht und ich versuche mich noch zu revanchieren. Ja, wenn ich es zeitlich hinkriege. Auf alle Fälle danke dafür, ihr müsst das nicht tun und Alfie freut sich da auch super drüber und ich freue mich drüber und ja, danke. auch danke an die über 2000 Abonnenten. Wir sind jetzt so viele, das ist verrückt. Ich kann es gar nicht glauben, vor einem Jahr ungefähr waren wir 200 und ich dachte mir so, wow, sind das viele und jetzt sind wir 2000 und ich denke, oh mein Gott, sind wir viele und ich glaube, das wird nicht besser, ne? aber danke, dass ihr so eine tolle Community seid, dass ihr so liebe Kommentare schreibt und dass ihr einfach so toll untereinander auch seid und zu mir seid und überhaupt. Ich lese jeden Kommentar von euch, das verspreche ich euch. Ich versuche auch jeden Kommentar zu kommentieren und jede Frage zu beantworten. Ja. Also, danke. Ja, und deswegen gibt es auch jetzt was ich euch gleich, die Verlosung, weil wir so viele sind. Ich möchte euch, also ich zeige euch jetzt, was ich verlose und erzähle euch auch warum. Also es gibt diese Karten von mir. Das sind Karten mit Alfie-Motiven drauf und die möchte ich, diese 8 hier, die ich hier habe, mit den 8 verschiedenen Motiven, möchte ich an einen von euch verlosen. Und was ihr dazu tun müsst, ist einfach einen Kommentar unten reinschreiben, dann nehmt ihr daran teil. Ihr solltet Abonnent natürlich sein, weil was will jemand anders damit? Ich will ja meinen Abonnenten danken. Also falls ihr das noch nicht seid, werdet Abonnent, dann könnt ihr das gewinnen. Das sind 8 Motive von Alfie halt, die ihr per Post verschicken könnt. Hier hinten drauf habt ihr wie halt bei einer normalen Postkarte Linien und so. Und das sind 8 Motive. Die könnt ihr jetzt gewinnen. Ihr könnt die gewinnen, wenn ihr halt den Kommentar reinschreibt. Ihr müsst aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen. Ihr solltet 18 sein, wenn ihr noch keine 18 Seiten mitmachen wollt. Brauche ich, wenn ihr gewonnen habt, eine Einverständniserklärung von euren Eltern. Also ihr müsst dann einfach einen Zettel schreiben, dass ihr mitmachen durft. Also eigentlich müssten sie es vorher schon schreiben. Also vorher schreiben und unterzeichnen. Und wenn ihr dann gewonnen habt, müsst ihr mir das einfach abfotografieren und zuschicken oder in einscannen und zu mir schicken, damit ich weiß, dass eure Eltern damit einverstanden sind. Und dann schicke ich euch, dann gewinnt ihr das von mir, dann schicke ich euch das zu. Wenn ihr nicht gewinnt, habt ihr natürlich trotzdem die Möglichkeit, diese tollen Postkarten zu bekommen. Und zwar einfach auf unserem Davanda-Shop. Wir haben einen kleinen Shop eröffnet, da gibt es jetzt diese 8 Motive, die könnt ihr euch kaufen, wenn ihr das möchtet. Und ja, weil ich nicht will, dass die Bilder einfach so auf der Festplatte verstauben und ich möchte, dass ihr euch oder andere damit glücklich macht und deswegen gibt es die jetzt als Postkarte. Vielleicht gibt es noch mehr bald, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Printmedien. Mal sehen. Den Job gibt es jetzt schon einen Monat ungefähr und ich wurde auch schon von ein paar von euch gefragt, ob es denn da nicht auch bald Leinen und Halsbänder gibt. Aus Paracord, die ich flechte und ich muss euch leider sagen, nein, das schaffe ich nicht, weil ich müsste ja dann jedes Mal, also das geht nicht, das schaffe ich zeitlich leider überhaupt nicht. Es wird vielleicht noch andere Printmedien geben, aber leider keine Halsbänder, Leinen oder Geschirre. Ja, und das war's dann auch schon.
Alle Infos zu dem Gewinnspiel gibt es dann nochmal in der Infobox. Das Gewinnspiel läuft jetzt eine Woche, also bis nächste Woche Donnerstag. Ich blende euch hier irgendwie nochmal das Datum dazu ein. Und ich gebe dann den Gewinner in der Infobox mit bekannt und schreibe natürlich den Gewinner auch an. Wie soll es auch anders sein? Es wird über Los ausgelost. YouTube hat nichts damit zu tun. Also auf meiner Kappe gewachsen. Und alles andere findet ihr einfach in der Infobox. Also durchlesen und kleingedrucktes lesen. Ihr wisst schon so. Ja, habe ich noch was? Nee, ich glaube, das Video ist jetzt auch lang genug. Ich will ja nicht so viel schneiden diesmal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Spätestens Donnerstag, wenn ich Dienstag nicht schaffe. Aber ich sollte es Dienstag schaffen. Ah, drückt mir den Daumen. Und ich hoffe auch mit der anderen Kamera. Ich habe schon ein paar Ideen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis dahin. Tschüss.